Ja, herzlich willkommen, Freunde des Lego-Bauens, zu einem neuen Review des Lego Creator Expert 10243 Pariser Restaurants. Das Set hat wieder 2469 Teile und kostet 149,99 € bei Lego selber, was einem Teilpreis von 6 Cent entspricht, was auch so wie beim Diner ist. Und ja, das ist generell ein sehr, sehr guter Teilepreis für diese Modular Buildings, bezogen auf das, was man auch geboten bekommt. Ja, das Set wird in drei Bauschritten gebaut, im Restaurant selber, in dieser kleinen Wohnapartment und in der Dachgeschosswohnung der Künstlerin. Auch unterteilt in drei verschiedene Anleitungen. Natürlich ist die vom Restaurant selber die dickste, weil hier auch die meisten Teile verbaut werden. Ist auch relativ einfach gehalten, das heißt, die Altersbeschränkung von 60 Jahren würde ich jetzt eher nicht unterstützen, weil es werden anspruchsvolle Sachen gebaut, so wie hier diese Dachdekoration oder wie diese Fenster hier, die werden auch relativ komplex zusammengesteckt, aber die Anleitung ist halt so designt, dass es auch ein 10-Jähriger schaffen würde. Ja, kommen wir jetzt zu den Figuren. Es sind diesmal 5 Figuren enthalten, nicht 6. Und die haben auch noch das alte Lego-Lächeln, weil es auch ein älteres Modular-Building ist und nicht so neu wie das Diner. Und ja, bezogen auf das Restaurant sind 2 Figuren da, einmal der Kellner und der Chefkoch. Beim Kellner ist eigentlich noch so ein Tablett dabei, wo die Flasche draufsteht, aber das habe ich, das war bei mir irgendwie nicht drin oder ich habe es verloren. Schande über mein Haupt. Ja. Für das mittlere Wohnapartment gibt es hier einen Mann und eine Frau. Der Mann hat einen Ring für einen Heiratsantrag. Und das ist auch derselbe Ring, der auch in den Hobbits und Herr der Ringe Sets den einen Ring dargestellt hat. Und das Gute ist, der ist dreimal im Set drin, zweimal für einen Ersatz, weil ihr seht das hier, das ist so eine ganz glänzende Oberfläche. Und wenn die mal zerkratzt, dann sieht das nicht mehr so schön aus. Und die Tatsache, dass man drei hat, ist schon sehr erfreulich. Ja, dann halt die Frau, der Heiratsantrag gemacht wird, hier mit dem Glas in der Hand, die kann man auch hier ans Pariser Restaurant an die Tische setzen, also kann man nehmen, wie man will. Und das hier ist die Künstlerin, die hier ganz oben in der Dachgeschosswohnung lebt und ihre Bilder malt. Und zu dieser Künstlerin kommt auch noch dann hier diese, ja, Vespa, dieses kleine Mofa, mit so einem Ständer und Lenker. Ja. Dann widmen wir uns dem Pariser Restaurant selber und ich fange am besten wieder wie beim Diner auch von oben an, weil das einfach vom Handling besser ist. Ja, also was man auf jeden Fall sehen kann, hier ist wieder dieser schöne Dachabschluss mit diesen Schreibfedern gemacht. Weil habe ich auch schon im letzten Video angesprochen mit dem Diner. Das sieht man auch noch da. Ja, das ist bei jedem Creator Expert Gebäude anders und ja, hier gefällt es mir auch wieder. Dann herausstechen tun diese Dachdekorationen, die mit Muscheln und weiß gefärbten Croissants gemacht wurden. Das ist eine sehr, sehr originelle Idee. Was auch noch toll ist, ist, dass dieses Dach in diesen Dark Blue gemacht wurde, was eigentlich eine relativ seltene Farbe ist, genauso wie hier dieses Olivgrün. Also die werden beide sehr, sehr selten verbaut. Hier auch diese typischen Schornsteine. Und auch hier der, ja, dieser Kamin von außen, nenne ich es jetzt mal. Also das zieht sich auch, also fängt auch schon ab hier an. Und das sieht sehr, sehr schön aus, auch mit diesen Profilsteinen. Das wird wirklich sehr, sehr schön angedeutet. So, hier hinten hat man jetzt noch ein paar Blumentöpfe und am Eingang auch eine Lampe. Hier ist die Eingangstür. Hier sieht man aber nicht wirklich viel, deswegen kann man auch hier dieses Stück Dach runterklappen. Und jetzt sieht man auch bis in dieses Atelier hinein. Hier ist diese Farbpalette und hier wieder auf dem Bild gemalt. Hier ist ein Pinsel und hier hinten ist auch noch ein Ersatzbild. Das kann man so besser sehen. Ja, dieses Teil gab es auch in Grün, dann in der Ninjago City und das deutet dann diese Seerosen auf dem Wasser an. Also das ist halt einfach schön zu sehen, wie vielseitig solche Teile verwendet werden können. Dann ist hier noch der Kamin. Das ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, man sieht es aber. Ja, das ist der Kamin. Man kann ihn auch aufklappen. Da ist hier auch eine kleine Flamme drin.
Sieht man halt nicht so gut, weil nicht genug Licht reinkommt, aber man sieht, es ist auf jeden Fall eine Flamme da. Ja, so viel zu der Künstlerwohnung. Die ist jetzt nicht wirklich detailliert gemacht, innen, aber von außen gefällt sie mir. Ja. Der nächste Bereich ist dann das Apartment. Und das ist auch sehr, sehr klein. Hier ist ein Treppenaufgang zum Künstleratelier. Hier ist noch so ein kleiner Balkon von hinten. Hier ist eine Tür nach vorne, die nach vorne zum Balkon rausgeht. Hier ist auch wieder, sind auch wieder verschiedene Blumentöpfe. Die Fenster, die ich gerade schon angesprochen hatte. Und von innen sieht man hier so eine kleine Sitzecke mit einem Kamin und einer Stehlampe. Den Sessel kann man hier auch drehen. Hier ist ein Klappbett. Das habe ich jetzt erstmal ausgeklappt. Das kann man auch hier einklappen. Und da wurde auch hier für das Kissen so eine kleine Aussparung gemacht, damit das hier wirklich perfekt reinpasst. So hat man auch wieder mehr Platz. Hier ist dann ein kleiner Essbereich mit Tisch und kleinem Hocker. Und hier haben wir eine Küchennische mit einem Backofen, einem Herd und einem Schrank und hier zwei Schubladen und so einem kleinen Tisch. So eine andere ja, Arbeitsplatte. Ja, richtig. Also das war's mit dieser Wohnung. Die ist halt relativ klein gehalten. Aber von außen sieht es auch, wie gesagt, schön aus. Und jetzt kommen wir zum Hauptkaufgrund des ganzen Gebäudes, das Restaurant an sich. Und da haben wir oben noch eine kleine, ja, Terrasse, wo man sitzen kann mit schönen Laternen, wo Blumentöpfe dran gehängt wurden. Also ich finde, auch wenn es sehr, sehr simpel gemacht wurde, sieht das wirklich toll aus. Und dann, das hat auch wirklich, also versprüht eine gewisse Atmosphäre, nenne ich es mal. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das kann man auch abnehmen und dann ist hier das Restaurant selber. Und ja, was auffällt, ist hier der Name des Restaurants und auch hier diese Menükartenständer. Und hier diese beiden Fliesen sind natürlich bedruckt, wie man es auch gewohnt ist von solchen Modular Buildings. Hier ist die obligatorische Laterne, wie auch beim Diner. Eine kleine Sitzbank, bisschen ein paar Pflanzen, auch hier. Hier sind auch so kleine, ja, Zäune. Und hier sind dann noch so Außentische. Wenn man jetzt von oben drauf guckt, sieht man, dass mit den tannfarbenen Steinen der Name vom Restaurant gelegt wurde. Das kann man, ist halt, ja, ein bisschen doof gemacht, weil da jetzt die Stühle drüber sind, aber der Name steht da auf jeden Fall. Hier sieht man auch schöne Verzierungen, so leicht angedeutete, kunstvolle Säulen. Auch kleine Lampen und hier so ein Efeu, der über dieses Gitter ragt. Und das sind normale Gitterteile und das hier ist schön gemacht, das ist nämlich so eine Art Torbogen oder so eine Tür, so eine Gittertür, wie man sie auch von irgendwelchen Schlössern kennt oder vom Arkham Asylum war das auch so gemacht. Und dann gab es zweimal diese Flügeltüren, die dann zum Innenhof geführt haben und die wurden hier einfach aufgehängt als so abgerundetes Geländer, wo dann hier Pflanzen wachsen. Ja, hier sieht man dann noch die Ansicht von hinten. Da wächst wieder hier so Giftefeu oder irgendwas ähnliches hoch. Hier ist eine kleine Maus, eine Mülltonne, wo so Käsereste drin sind. Hoppala. Und hier ist noch ein kleiner Müllcontainer. Ganz einfach gestaltet mit ja, Würstchen, irgendwelchen Bärenabfällen und Knochen drin. So, also kleine, minimalistische, coole Sachen. Hier ist eine Hintertür zur Küche. Hier ist noch eine angedeutete Regenrinne. Dann kommen wir jetzt einfach mal zum Innenleben des Restaurants. Und hier seht ihr den Eingangsbereich. Dann sieht man hier so schöne Tische, auch mit Lampen und allem. Und was auch schön gemacht wurde, sind hier diese dunkelblauen, dicken Samtvorhänge. Die wurden wirklich schön angedeutet. Das kann man vielleicht auch von hier schön sehen. Das hier so durch ganz viele 1x4 Fliesen, der so ein Parkettboden angedeutet. Hier sieht man wieder so ein kleines Gemälde, natürlich auch wieder ein Print. Hier ist dann so ein Weinschrank,
Ich würde den sogar, ich würde, der ist auch sehr, sehr schön gebaut. Ich würde den euch auch gerne zeigen, wie man den baut. Nur das Problem ist halt, dass der nicht als Schrank selber gebaut wird, sondern dass die einzelnen Elemente auch hier in die Wand integriert sind und es deswegen schwer ist, den rauszubauen. Deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber das könnt ihr einfach in der Anleitung nachgucken. Die gibt es ja bei Lego kostenlos als PDF. Dann hat man hier die Küche, das Herzstück meiner Meinung nach. Hier sieht man eine Theke in der Mitte mit Herd, Backofen. Also den Backofen, der ist hier unten drin. Dann ist hier noch so ein Truthahn. Hier ist dann ein Tresen mit verschiedenen Desserts, Schubladen, einem Waschbecken. Und hier unten, unterm Waschbecken, ist auch der Abfluss angedeutet, was cool gemacht ist. Ja, die nächste und letzte Theke ist mit schmutzigem oder ja oder sauberem Geschirr, ich weiß nicht genau. Da sind gestapelte Teller und hier Gläser. Hier in den Schränken ist übrigens nichts drin, also das lohnt sich nicht alles zu zeigen. Und hier sind auch Küchenutensilien drin, wie ein Nudelholz und mehrere Messer. Die kann man auch, ja, alle zum Kochen benutzen. Hier ist noch ein Kühlschrank. Der ist auch eingebaut in das Restaurant selber, sonst hätte ich ihn euch auch gezeigt. Mit einem geprinteten Milchkarton. Den sieht man da leicht. Und wieder ein paar Käsestücken. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Finde ich auch schön. Also ist gut. Ja. Was meine Idee war, war jetzt noch hier diese drei Theken rauszunehmen und ähnlich wie beim Diner dann vor euch live aufzubauen, um euch zu zeigen, wie man das so macht. Ja, könnt ihr mir einfach sagen, ob ihr darauf Lust habt oder nicht. Soweit, so gut, so viel zum Restaurant. Ich hoffe es, also, nee, da gibt es noch eine Sache und zwar habe ich im Video zum Diner, wo ich das vorgestellt habe, gesagt, dass es eine Problematik mit dem Diner gibt. Und zwar ist das halt so eine Art, ich hole das mal kurz. So eine Art Eckgebäude, weil es ja hier auch so rumgeht und es halt blöd aussehen würde, wenn man das jetzt an Modular dran macht, weil ich weiß, ich mache es jetzt falsch rum dran, aber das wird dann halt so aussehen. Wenn man jetzt sowas wie die Steinebank dran hat, dann sieht man halt hier diese unverkleidete Wand. Und das ist halt relativ hässlich. Und sind die Pins stecken geblieben. Warte kurz. Und deswegen finde ich, ist die einzige gute Möglichkeit, das Diner irgendwo in der Stadt zu verbauen, wirklich nur das Pariser Restaurant. Weil es halt auch hier so ein Eckgebäude ist, aber halt von der anderen Seite. Sodass man, wenn man die beiden zusammenpackt, hier so schön durchgucken kann. Und beide Seiten sind hier auch schön verziert, sodass es wirklich gut passt, weil sonst würde das einfach nicht gut aussehen und ja. Das lässt sich meiner Meinung nach gut vereinbaren, sieht auch sehr schön aus. Ich hatte jetzt halt vor, eine kleine Stadt zu bauen mit diesen ganzen Modular Buildings. Als nächstes kaufe ich mir auch so aus den alten Angeladen den Assembly Square, welcher gut hier zu der Seite ans Diner passt. Mit seinem sandblauen Gebäude. Das passt meiner Meinung nach gut. Ja. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Sets sehen wollt. Ich werde jetzt im Laufe der Zeit mehrere Sets, die ich noch habe, vorstellen. Und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, da heiße ich genauso wie hier, auch auf Twitter. Und dann seht ihr auch immer, wenn ich neue Videos mache oder wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt oder neuen Sets. Dann hoffe ich, es soll euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!